Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich bin Vedro und heute habe ich ein super, super, super cooles Video für euch. Denn heute geht es um mein Thema. Und zwar Make-up. Ich glaube, viele von uns lieben dieses Thema so Make-up. Also mir gefällt es sehr. Also ich liebe Make-up. Und ja, heute will ich euch mein ganzes Make-up zeigen. Ich werde euch auch zeigen, was ich so benutze, wie viel ich benutze und ich werde euch dann alles weiter erklären. Und ja, ich glaube dann mal, ohne weiter zu reden, werden wir dann mal starten. Noch erzählen möchte, also damit es klar ist, ich benutze nicht jeden Tag Make-up und auch nicht so viel, also jetzt nicht so boom Make-up, also ganz leicht. Es ist nur manchmal, wenn ich denke, heute habe ich mal Lust auf ein bisschen oder manchmal setze ich mir nur ein Lipgloss auf oder sowas, also es ist jetzt nicht so groß. Aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein Primer. Das ist ein Primer. Hier, damit ihr es sehen könnt. Was ist ein Primer? Ein Primer setzt man als allererstes auf, bevor man mit Make-up so richtig anfängt. Es ist so eine Art Creme und ja, die tut natürlich gut, bevor man so Make-up aufsetzt. Jeder Primer hat eine andere Wirkung. Ich habe hier den grünen. Und zwar, der wirkt, damit das Gesicht nicht so rot wird. Und der hier macht noch speziell, dass die Poren kleiner werden. Und ja, wollte ich euch nochmal zeigen. Könnt ihr euch gerne kaufen. Es ist eher notwendiger, wenn ihr so Foundation benutzt. Aber wenn ihr so ganz leichtes Make-up benutzt, muss man es nicht aufsetzen. Obwohl, ich setze es auch so gerne auf, weil es ist so einfach eine Creme und Erfrischung auch so. Tut auch eigentlich ganz gut. Und jetzt werde ich es natürlich auch aufsetzen, damit ihr es so mal sehen könnt. Noch sagen möchte, es gibt auch natürlich extra Primer für die Augen speziell, aber ich glaube auch ein Primer reicht für das ganze Gesicht, für alles. Also man muss sich nicht speziell noch ein extra Primer kaufen, aber ich sage es euch mal. Okay Leute, ich habe wirklich auch schon viel Make-up, obwohl ich nicht so viel benutze. Wenn ich schon richtig viel benutze, ist es für Halloween oder Karneval, aber ich habe schon viel. Also ich zeige es euch mal. Ihr habt schon in einem Video diese Box gesehen. Wow. Schaut mal, voller Make-up, alles voller Make-up. Ja, ich finde es, also man sieht schon, ich habe schon viel Make-up. Ja, aber ich benutze natürlich nicht alles, weil dann ist halt zu viel. Okay, als nächstes, was ich benutze, ist Concealer. Es gibt verschiedene Arten. Ich habe mich für einen entschieden, der so aussieht wie ein Lippenstift und so trocken ist, weil es gibt jetzt auch andere wie den hier und dann einfach mal so drauf. Aber nein, also ich benutze lieber den hier. Okay, und jetzt, was ist ein Concealer? Ich glaube, ihr wisst es, aber ich erzähle es mal nochmal. Und zwar, das ist, wenn du hier sehr müde aussiehst, kannst du es gerne drauf machen. Oder wenn in der Pubertät, auch wenn du einen Pickel verdecken möchtest, kannst du ihn sehr gut benutzen. Aber es ist nicht für das ganze Gesicht, also nur für einzelne Stellen. Und jetzt werde ich mal das drauf machen. Okay, das war es auch mit dem Concealer. Normalerweise würde jetzt Foundation kommen. Foundation ist, was man ähnlich wie Concealer, aber halt für das ganze Gesicht, was die einfach nochmal so boom macht. Ja, ich benutze es aber nicht, weil ich finde, für mein Alter ist es auch nicht so nötig. Ich glaube, das wird schon reichen mit deinem Concealer. Aber wenn ihr Foundation benutzen wollt,
Gerne. Ja, ich habe auch so aus Spaß ein paar für Halloween. Und ja, aber so, damit ihr Bescheid wisst, wo ist die Foundation? Nein, ich bin jetzt kein Foundation. Okay, jetzt komme ich auch schon gleich zu dem Teil für die Augen, so Lidschatten. Ich finde das ganz bezaubernd. Ich habe so viele Paletten, also ich habe schon einige. Und zwar hier ist eine, die finde ich ganz schön. Eine Sekunde. Ich verdeck mal hier. Okay, aber hier könnt ihr die Farben sehen. Ich finde sie total schön. Die rosa und orange, da benutze ich am liebsten. Ich habe hier auch noch so mal eine kleine Palette mit mehr Farben. Hier finde ich auch total schön. Also ich benutze hier diese Seite total, weil ich finde die voll schön. Und ja, ich weiß, ich zeige jetzt zu viel. Also, das muss ich noch zeigen. Und zwar ist es die hier. Und zwar, das ist für mich nicht nur eine kleine Palette. Das ist für mich ein Mini-Schminktisch, den du in deiner Tasche packen kannst. Schau, also. Ups. Eine Sekunde. Okay. Du kannst hier als erstes aufmachen und dann hast du viele, viele, viele. Aber als ob das nicht genug wäre, kannst du hier nochmal aufmachen. Und siehst da halt für die Lippen und ein paar so zum... Ja. Und als ob das nicht noch genug wäre. Ladies, haltet euch fest. Oh, Puder für das Gesicht. Also das ist ein Schminktisch in Mini. Also ich finde, das ist genial. Also... Leute, was ist jetzt passiert? Ach so, ich hatte es nicht richtig zu. Upsi. Ich dachte für eine Sekunde. Okay, aber das wollte ich euch nochmal zeigen. Und dazu habe ich hier noch ein Pinselset. Okay, ich bin verrückt nach Make-up. Hier ein Pinselset, das, ja, man muss es nicht haben. Ein paar Pinsel reichen auch. Aber ich wollte es mal so haben. Da hast du alles, was nötig ist. Es gab auch ein Set, das viel voller war mit 32 Pinseln. Aber ich denke mal, 12 reichen. Weil ich übertreibe jetzt auch nicht so. Und dann werde ich mal die kleine hier probieren. Also, jetzt holen wir uns mal den richtigen Pinsel. In diesem Fall wäre es auch der hier. Der hat auch schon die perfekte Form. Kannst du einfach nur so drüber und fertig. Und ja, ich nehme mal dann hier die erste Farbe. Seht ihr so einen kleinen Unterschied, ein bisschen Farbe, aber jetzt auch nicht übertrieben. Sieht doch gut aus. Man könnte jetzt auch noch so mehr Farben machen, so hell, dunkler, dunkler, dunkler. Aber ich will was Einfaches. Ich will jetzt auch nicht so übertreiben. Nicht so, dass man schon im allerersten Blick sehen kann, dass du Make-up hast. Also ich nehme was Einfaches. Deswegen war es auch für mich schon mit den Augen so. Ah, warte, was ich euch noch zeigen möchte, ist ein bestimmtes Gel. Und zwar der hier. Ich liebe diesen Gel. Es ist halt für die Wimpern, damit sie so hoch gehen. Natürlich gibt es da auch dafür Rimmel. Ich bin aber kein besonders großer Fan von Rimmel, weil ich finde, es ist zu schwarz. Und dann, wenn du dir dann das Gesicht wäschst, dann kommt da so irgendwie eine Marke. Und dann irgendwann hast du es so oft benutzt und so arg gewaschen, dass es bleibt da so kleben. Und nein, ich bin kein Fan von dem. Und deswegen benutze ich extra diesen Gel hier. Dann werden wir es mal probieren. Okay, warte, ich brauche einen Spiegel. Man sieht doch einen klitzekleinen Unterschied. Ja, man merkt es. Na, schaut mal. Okay, das war es jetzt auch für diesen Teil.
Teil von Nahrung. Okay, jetzt das war's auch mit den Augen. Was es auch noch gibt, ist halt für die Augenbrauen hier die ein bisschen dunkler oder heller zu machen. Ich finde, das ist gar nicht nötig. Also. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Blush. Okay. Ja, es gibt verschiedene Blushes. Und zwar so Puder oder auch so wie eine Creme. Und du tust dir hier so ein paar Pünktchen drauf und dann so verwischen. Ich habe mal früher so Puder benutzt, aber ich denke, es kommt dann zu viel. Und dann bist du so rot wie eine Tomate. Und also ich benutze lieber die Creme, aber ihr könnt sie ja entscheiden. Ja, das ist ja nötig, damit du nicht so blass aussiehst. Oh. Ja, natürlich könnt ihr entscheiden, es ist nur meine Meinung. Und ja, also es sind Tipps, Ratschläge, einfach mal so. Aber jeder hat seinen Stil, jeder hat seine Farben, jeder hat seine Art. Und dann setzen wir es mal auf. Bum, 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 bum. Okay, man merkt schon einen kleinen Unterschied. So ein bisschen in der Nase, so damit du es hier so rüber machen kannst. So, man merkt doch schon von dem Beginn an schon einen Unterschied. Also man kann schon merken den Unterschied. Aber es ist jetzt auch nicht, wie man so denkt, extrem. Wie eine Maske, dass du... Weil, also ich bin kein Fan von so richtig viel Make-up aufzusetzen. Weil dann bist du einmal ohne Make-up und dann ist es ein total anderes Gesicht. Also lieber wenig Make-up, aber man sieht noch, wer du bist. Und wenn du ohne Schminke bist... dann ist es kein großer Unterschied. Okay, das nächste, was ich benutze, was ich auch liebe und was man auch ganz alleine benutzen kann, ohne ein anderes Make-up, ist Highlighter. Ich benutze den hier von Maybelline. Ja, also der Highlighter ist, damit du so ein bisschen glitzerst, etwas funkelst und ja, also ich finde das ganz schön. Und dann setze ich mal auf. Ein bisschen den Backen, un poco los cachetes. Und was ich, wo ich es auch gerne aufsetze, so ein Pünktchen hier auf der Nase. Na, könnt ihr sehen? Ja. Ein bisschen verwischen auch natürlich. Okay, und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil, was ich auch ganz besonders finde und was ich auch manchmal alleine benutze, und zwar Lipgloss. Man kann auch Lippenstift benutzen, aber ich bleib mal bei Lipgloss. Okay, ich habe schon viele, ein paar. Okay, ich zeige euch mal ein paar. Tada! Okay, den hier habe ich. Habe ich hier einen etwas so dunkleren. Einen ganz hellen, der aber auf Kamera so funkelt. Und hier einen ganz neu, der schon in Richtung Lila geht. Was ich jetzt benutzen werde, ist... Naja, ich zweifle mit den zwei. Ich weiß nicht, ob ich das dunklere zeigen soll oder dass das auf Kamera leuchtet. Ich zeige euch mal, was auf Kamera leuchtet. Ich glaube, ihr habt es schon in ein paar Videos schon bemerkt und ich glaube, ich habe es in einem Video auch schon gezeigt. Oh, ups, meine Hose schon wieder. Sie muss schon wieder leiden, meine Hose. Seht ihr, es ist was leicht. Okay, ich glaube, ich habe diesmal etwas weniger gemacht wie sonst. Aber man sieht schon, wie es in der Kamera funkelt. Also man kann es schon erkennen. Okay, jetzt zeige ich euch ein Stück, also etwas vom Make-up, das man benutzen kann, nicht muss und ich auch nicht so oft benutze. Aber ich zeige es euch mal, weil ich Make-up liebe und ich habe es jetzt. Und zwar Fix & Powder. Nicht mit meinem Englisch. Also das ist das zweite Beispiel in irgendeinem Video, dass ich zeige, dass mein Englisch echt nicht gut ist. Aber was soll ich machen? Üben.
Üben sollte ich mal. Ja, okay. Okay, warte, mein Make-up fällt hier. Üben mache ich dann mal. Okay, ja, das ist dafür da, dass das Make-up hält. Es gibt auch ein Fixing-Spray. Das würde mir allerdings auch gefallen zu haben. Aber ich habe jetzt mal das Puder und das leuchtet auch ein bisschen. Was ich euch auch noch sagen möchte, meine Haut ist sehr empfindlich und besonders im Gesicht. Also ich kann nicht jedes Produkt auf mein Gesicht drauf machen. Also wenn es um so was, was Flüssiges geht, habe ich wirklich eher mehr Angst, wie wenn um einen Lipgloss oder Blush. Also bei solchen Sachen passe ich doch eher auf und deswegen glaube ich, bleibe ich auch beim Puder. Okay, dann werden wir es mal auch probieren. Dafür gibt es auch einen besonderen Pinsel und zwar der hier. Okay, das war es auch schon mit dem Fixing Puder. Ja, das war es auch schon. Ich will euch sagen, ich bin nicht immer mit all diesem Make-up drauf, weil, ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht Fan von täglich oder sonstiges so Make-up zu tragen, aber ich trage schon gerne auf. Aber manchmal lasse ich den Blush ausfallen oder den Highlighter oder benutze einen anderen Lipgloss. Also es ist nicht immer das allergleiche Make-up. Und ich benutze auch immer mal was anderes hier von Farben. Aber ja, das ist jetzt heute mal mein Make-up von heute. Und ja, das war's auch für ein Video für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!